Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie unter Windows XP einen neuen Benutzer anlegen können, also praktisch einen neuen Account anlegen. Das Ganze geht zurück auf die Anfrage von Arlin DDO0 und er hat uns geschrieben, ich wollte fragen, wenn ich einen neuen Account in Windows mache, muss ich das Memory half-half teilen? Arlin DDO0, ich weiß nicht, was Sie da mit Memory Half-Half teilen meinen. Sie müssen da im Prinzip gar nichts teilen. Und er hat uns eben noch gesagt, dass wir, das war in dieser Message glaube ich dann, dass er Windows XP hat. Gut, und das zeigen wir jetzt eben mal ganz kurz in Windows XP. Ist im Prinzip nicht so schwer. Ganz einfach und da muss man auch nichts Half-Half teilen. Es gibt verschiedene Wege, in die Benutzerkontensteuerung von Windows XP zu gelangen. Entweder Sie klicken den Startknopf und gehen hier auf Ihr Symbol bzw. auf Ihr Bild, klicken einmal drauf, kommen Sie in die Benutzerkontensteuerung Ihres Kontos. Dann gibt es auch noch den anderen Weg über die Systemsteuerung. Der ist hier. Klicken Sie drauf. Dann gibt es hier die Benutzerkontensteuerung. Oder wenn Sie die Ansicht haben, gehen Sie hier auf Benutzerkonten, sind Sie fast im gleichen Fenster. Wenn Sie den Weg über die Systemsteuerung angewählt haben, dann sind Sie hier schon richtig. Wenn Sie diesen Weg angewählt haben, sind Sie in diesem Fenster, gehen hier oben auf Startseite, dann sind Sie wieder im gleichen Fenster. Um ein neues Konto zu erstellen, klicken wir auf den mittleren Punkt Neues Konto erstellen. Dann geben wir den Namen des Accounts ein. Ich gebe jetzt einfach mal Test-Account ein. Wir gehen auf Weiter. Jetzt müssen wir den Kontotyp wählen, entweder Computeradministrator oder eingeschränkt. Und Sie können schon sehen, wenn Sie hier mittels der Maus drüber, einfach mal drüber fahren, sehen Sie hier die Unterschiede. Die wichtigsten sind beim Computeradministrator, dass dieser Konten erstellen, ändern und löschen kann, systemweite Änderungen durchführen kann und Programme installieren und auf alle Dateien zugreifen kann. Und beim eingeschränkten Benutzerkonto wäre das eben nur, dass das eigene Kennwort ändern oder entfernt werden kann, dass das eigene Bild, Design oder andere Desktop-Einstellungen vorgenommen werden können, dass selbst erstellte Dateien angezeigt werden können, natürlich auch bearbeitet können, Dateien im Ordner gemeinsame Dokumente angezeigt werden können. Und die Benutzer, die ein eingeschränktes Konto besitzen, haben eventuell nicht die abhängigen Rechte davon, Programme installieren zu können. Deswegen müssten Sie dann immer auf ein Computeradministratorkonto zurückgreifen, aber wir nehmen jetzt hier mal den Computeradministrator, ist auch nur ein Testkonto, ich könnte ja auch eingeschränkt nehmen, aber für die Zwecke reicht Computeradministrator und gehe hier einfach auf Konto erstellen. Können Sie ja schon sehen, Test ACC für Testaccount ist erfolgreich erstellt. Wenn Sie jetzt noch das Bild ändern wollen bzw. ein Passwort drüberlegen wollen, klicken Sie das entsprechende Konto an. Und jetzt können Sie hier im ersten Punkt den Namen des entsprechenden Kontos ändern. Sie können ein Kennwort erstellen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Geben Sie das neue Kennwort ein. Ich mache jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4. Erneut eingeben. Und wenn Sie Ihr Passwort irgendwann einmal vergessen sollten, können Sie einen Kennwort-Hinweis angeben und der soll Sie eben auf das Kennwort erinnern oder in spezieller Weise hinweisen. Es ist allerdings nicht empfehlenswert, hier das Kennwort reinzuschreiben. Wenn Sie der einzige Benutzer sind, bräuchten Sie auch gar keins. Also von dem her, hier ein Kennwort-Hinweis. In unserem Fall mache ich mal 1-4, sagt auch nicht viel. Und gehe auf Kennwort erstellen, dann ist das Teil hier Kennwort geschützt. Sie können das Kennwort natürlich auch wieder ändern, einfach hier auf Kennwort entfernen klicken. Dann werden hier gefragt, ob wir das wirklich entfernen wollen und hier auf Kennwort entfernen, das ist das Ganze wieder weg. Unser Bild können wir natürlich auch noch ändern, da klicken wir hier so drauf und hier können wir dann aus einer Liste verschiedene Bilder wählen. Sollte Ihr Lieblingsbild nicht dabei sein und Sie möchten ein eigenes Bild verwenden, gehen Sie auf weitere Bilder suchen. Und dann gehen Sie hier zu Ihrem entsprechenden Ordner. Allerdings müssen diese Bilddateien entweder im Bitmap-Format sein, im GIF-Format, im JPG-Format oder im PNG-Format. Sonst geht das Ganze nicht.
Ich will jetzt mal die Wasserlilien haben, beziehungsweise das Winterbild haben. Und dann habe ich auch gleich das entsprechende Bild. Wenn Sie Ihren Kontotyp jetzt ändern wollen, da klicken wir mal da drauf, können Sie auswählen, ob Sie immer noch Computeradministrator bleiben wollen oder ob Sie das Ganze in ein eingeschränktes Benutzerkonto umwandeln wollen. Wir machen das in dem Fall und gehen hier auf Kontotyp ändern. Und jetzt ist das Ganze ein eingeschränktes Konto. Natürlich können Sie dieses Konto auch wieder löschen, einfach hier auf Konto löschen klicken. Dann werden wir gefragt, ob wir das Konto wirklich löschen wollen und ob die Dateien, die mit dem Konto angelegt wurden, beibehalten werden sollen oder ob diese Dateien auch gelöscht werden wollen. Das müssen Sie jetzt entscheiden, ob Sie das löschen oder beibehalten wollen. Wir wollen hier in dem Fall löschen, wir hätten auch gar nichts erstellt, deswegen klicken wir da drauf. Dann werden wir nochmal gefragt, ob wir das wirklich machen wollen. Wir sagen natürlich ja und dann gehen wir auf Konto löschen, dann ist das Konto auch wieder verschwunden. Das war es eigentlich auch schon wieder zur Benutzerkontensteuerung, beziehungsweise zur Anlegung eines Kontos. Und ich wüsste jetzt nicht, was unser Aldrin hier mit Arlin, Entschuldigung, nicht Aldrin, Arlin, hier mit Memory Half-Half meint. Schreiben Sie in die Kommentare oder schreiben Sie uns bitte eine Mail, damit wir da eventuell durchblicken. Weil wir haben jetzt hier nicht mit Memory Half-Half angegeben. Und wie gesagt, so viel zu dem hier. Das war's in Windows XP. In Windows Vista und Windows 7 läuft das im Großen und Ganzen genauso ab. Lediglich das Design ist anders. Und so ein großer Unterschied, wie gesagt, ist dazu auch nicht da. Für diejenigen, die es wirklich nicht wissen, wie es geht, schreiben Sie uns an. Wir werden dann auch ein Video stellen. Gut, so viel zu dem. Okay.